Hallo, liebe Leute, wir fangen jetzt an. Heute gibt es wieder die heiß begehrte Serie Geh aufs Ganze. Drei Törchen, dreimal vielleicht Glück oder vielleicht auch ein wenig Pech. Lasst uns starten. Ihr kennt die Regeln. Bei einem Hit muss ich keine Jellybeans essen. Habe ich leider keinen Hit, muss ich leider ran. Ist es aber ein kleines süßes Jellybean, dann habe ich noch einen Joker und darf nochmal ein Törchen von hier auswählen. Lasst uns starten, lasst uns nicht lang schnacken. Daumen hoch für Jessys Rocket Corner. So, ene mene mu und wir drehen mal hier im Kreise. So, wir nehmen die goldene Mitte mal wieder. Jip. Gucken wir mal, was drin ist. Es ist ein Nacht in Flammen Sleeve Booster. Wir gehen rein und schauen, ob wir heute einen Hit ziehen können. Ich bin gespannt und ich würde auch super gerne mal Jurak ziehen. Also, das habe ich nämlich noch nicht aus Nacht in Flammen. So. Oh, das passt zu mir. Ein Feen-Pokémon. Das Fluchtseil. Aber wir wollen nicht fliehen. Wir wollen heute unbedingt einen richtig guten Hit ziehen. Oh, nein! Snowbillycat! Ihr wisst, was das bedeutet? Wir am Rad. Ein Jellybean hat sich schon verändert. Ich hoffe nicht, dass. Und wir haben. Es ist ein Birthday Cake oder Birthday Kuchen. Mal gucken, weil die Birthday Cakes sehen nämlich so aus. So. Ja. Leckerer. Und jetzt mischen wir nochmal, damit es richtig spannend wird. In der Hoffnung, wir ziehen einen Hit. Eins, zwei, drei. Du bist jetzt dran. Ah, ich fühl's. Es ist nochmal ein Sleeve Booster. Mal schauen, ob wir dort einen Hit ziehen können. Weg, Müll weg. Und auf geht's. Mal schauen, ob wir jetzt einen Hit ziehen können. Und weg damit. Jetzt geht's. Ein Chris. Ein wunderbare. Ein Toxipet. Ein Pampuli, ein Lieber, ein Huthut, Pikachu. Und wir haben unseren ersten Hit hier bei Geh aufs Ganze. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schaut euch dieses wunderbare Amphira an. Ich bin gerade sehr begeistert darüber, dass wir einen Hit gezogen haben. Heißt, wir können ins nächste Päckchen gehen. Ich muss nur mal kurz schauen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Whoop. Aber ich bin gut vorbereitet. Ich hole die Sleeves und wir sleeven unseren Hit natürlich, so wie sich's gehört, ein. Also da wir ja die letzten Male so viel Pech hatten, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir heute was ziehen. Also ich habe gedacht, ja, wir haben so viel Pech, dass ich gleich irgendwie einen stinkenden Schuh oder sowas essen muss. Und naja, ihr wisst, was das nämlich bedeutet. Kein Hit. Das wäre echt schade gewesen. Aber ich freue mich. Die Show wird immer interessanter. Und ich glaube, wir gehen langsam den Weg Richtung.
Hit-Parade. Nein, Quatsch. So, rein damit. Das Pikachu wird natürlich auch gesleeved. Auch super. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Das liebe ich am Pokémon. Das Detail bei den Karten. Auch bei den ganz normalen Reverse-Karten. Das ist unser erster Hit. Packen wir mal hier hoch, weil ich hoffe nämlich darauf, dass wir vielleicht mal einen Riesenhit ziehen. Last Pack Magic würde ich wohl behaupten, oder? Schauen. Und wir, ihr seht, es ist noch ein Sleeve Booster. Aufmachen ist immer das Schwierigste. So, wir gehen rein und hoffen, dass dieses Booster uns sehr viel Glück bereitet. Drückt mir die Daumen. Gucken. Geht's los. Feuer. Vielleicht doch Glurak jetzt im Stream. Oh, das wär's jetzt. Der Hit, den ich mir schon lange wünsche. Ein Glurak. Und das im Video, das wäre so hammergeil. Und können wir noch einen Hit ziehen? Ah, ah. Oh nein! Immerhin. Aus 3 Sleeved Boostern konnten wir 2 kleine Hits holen. Ihr wisst, was das für mich bedeutet. Ich muss am Rädchen drehen und ihr wisst, in den letzten Shows, also in den letzten 2 Folgen, hatte ich immer Pech zum Schluss. Ich hoffe, dass es sich nicht beibehält, sondern dass ich mal ein bisschen Glück mit mir dabei habe. Oh, warte, wir drehen nochmal. Das war die Mitte. Nochmal die Mitte. Hui. Oh, Mitte, Mitte, Mitte. So, jetzt haben wir entweder stinkiger Bug. Oh, wir wissen ja, was wir letztes Mal hatten. Oder es ist ein Toasted Marshmallow. Viel Glück. Tief durchatmen und rein. Oh, dieser... Ich hatte den schon letztes Mal, der ist so widerlich. Boah. Boah. Der ist so schrecklich, wirklich widerlich. Ich danke, dass ihr... Es tut mir so leid. Ich danke, dass ihr bei diesem Video dabei war. Kurz und knackig, aber dafür... Diesmal mit Riesenhit. Ich freue mich so, so sehr über das Amphira und über das kleine, süße Pikachu. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch und demnächst auch im Livestream bei Twitch. Dauert noch ein bisschen, muss noch ein paar Dinge erledigen, aber bis dann seht ihr noch ein paar nette YouTube-Videos von mir. Eure Jessie!